Irgendwie, ich sehe zwar den da hinten, aber ich kriege den nicht rein. Warum auch immer. Aber natürlich gehe ich hier langsam vor, das hat ja sonst gar keinen Wert. So, das ist eine Sturmeinheit. Den habe ich jetzt schon mal hier platziert. Dann nächste Sturmeinheit vor. Habe ich die beiden schon mal vorne. Dark Crisis platzieren wir hier jetzt. Mit einer Deckung. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. Was war das? Gut. Also, das kam einmal von hier drüben. Da schmeißen wir mal einen Gefechtsscanner hoch. Big Brother ist online. Scheiße, ey. Ich sehe gar nichts. Tja, was machen wir? Ich hätte jetzt hier die Möglichkeit natürlich mit Sturm und Schuss. Da käme ich in die Nähe, aber was steht da noch alles drumherum? Das kann auch ins Auge gehen. Ey, ich krieg da nicht rein. Keine Ahnung. Ja, selbst da zeigt er mir den nicht an. Was ist denn hier los? Na gut, mache ich mal eine Deckung drauf. Keine Ahnung, was hier gerade passiert. Dass so sein soll oder ob ich jetzt hier einen Fehler habe. Ich weiß es nicht. Alter. Dieses Alien dort drüben. Es trägt keine Waffe wie die anderen. Welche Aufgabe könnte es haben? Daneben. Hervorragend. Was ist das denn, ey? Uah. Oh Mann, ey. Zwei Schuss drauf abgefeuert, keiner getroffen. Auch nicht getroffen. Ja. Verflucht! Fünf im Abzug, wenigstens etwas. Und er rennt jetzt so dicht dran. Oh Mann, er steht genau zwischen uns. Da kann ich nicht mal eine Rakete abfeuern oder so. Das geht gar nicht. Wo sind meine Sturmeinheiten? So. Schießen. Müssen wir probieren. Fünf im Abzug. Okay, der lässt sich natürlich auch schön provozieren. Wie dicht stehe ich da an dem nächsten? Also, das geht gar nicht. Also, den hebe ich mir mal auf, bevor ich da jetzt einen Schuss setze. Sturmeinheiten. Was haben wir hier? Ausräuchern, Sturm und Schuss. Brauche ich eigentlich gar nicht. Da komme ich ja so dran. So. Feuer. Okay. Wen habe ich hier jetzt? Ein Scharfschütze. Ich gehe mal davon aus, dass ich ihn wegbekomme. 48, 55. Wir probieren erstmal den. Daneben. Geil. Daneben geschossen. Den hebe ich mir noch auf hier. Denien.
Schuss. So, jetzt gehen wir hier dran. Jetzt könnte ich dann natürlich versuchen zu betäuben, ey. Will ich das riskieren? Ich riskiere es. 90%. Jawohl, ich hab den betäubt. Ist das geil. So, einen haben wir noch. Das kann natürlich jetzt auch ganz schön in die Hose gehen. Aber ich muss es probieren. 44,60. Oh. Ich glaube, ich hau ab. Ich hau ab, Leute. Mit der mir eine verbrezelt. Ich habe nur eine schwache Rüstung an. Ich hau hierhin ab. Erstmal Abstand schaffen. Der wird natürlich jetzt wahrscheinlich feuern. Bei mir prasselt der Tod nieder. Okay, daneben geschossen. Hurra. Was ist eigentlich mit dem Spack hier? Der bewegt sich überhaupt nicht mehr. Keine Ahnung. Gut. Wie sieht's jetzt aus? 55,60. Jetzt riskieren wir das. Ach du Scheiße, ich hab den Baum gefällt. Oh Mann, ey. Ich kann hier Sturm und Schuss. Okay. Feuer und Bewegung, Feuer und Bewegung. Direkt hier hin. Bam. Gut, wen haben wir noch? Wer kann noch was machen? Was mache ich da gerade? Was ist das denn jetzt schon wieder? Also irgendwie läuft das heute nicht sauber hier. Keine Ahnung, was da los ist. Scheiße, verbetäuben muss ich hier rein. Das schaffe ich nicht. Also, Sturm und Schuss. Gehe zum Angriff über. Direkt nebendran. Und bam. Kill bestätigt. Okay, den haben wir platt gemacht. Jetzt machen wir hier erstmal Feldposten. Jetzt sammeln wir erstmal wieder alle Leute. Hier laden wir nach. Los jetzt. Denjen nachladen. Was da unten mit dem los ist, keine Ahnung. Da scheint ein Bug zu sein. Was war das? Ich müsste jetzt 3 abgeschossen haben. Vielleicht ist er auch friedlich geworden. Kann ja auch sein. Ein Gefechtsscanner haben wir noch. So, unsere Kampfeinheiten, unsere Sturmtrupps ziehen wir wieder nach vorne. Passiert gerade gar nichts irgendwie. Den mache ich auf Feldposten, dass der die Tür reinhalten kann.
Feind in Sicht. Jawohl, 9 kritisch. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was kann ich hier weitermachen. Ich könnte mich versuchen anzuschleichen. Zack. Schuss. Drei im Abzug. Mit Daniel hier rüber. Steht er mir natürlich im Rücken. Aber vielleicht reicht es hier aus. Boah, 5 im Abzug. Da, was habe ich denn da für einen Drecksschaden gekriegt? Unfassbar. Dieses Alien hat irgendwie die Kontrolle über den Soldaten gewonnen. All unsere bisherigen Fortschritte wären nutzlos angesichts einer solchen Fähigkeit. Den muss ich kalt machen, Leute. Sonst hat er meinen Mann hier gefesselt. So, was habe ich noch? Ich habe hier noch Betäubung. Da drinnen habe ich auch verletzt. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin. Mal gucken, ob das funktioniert. Ansonsten muss er gekillt werden. 90. Sag gute Nacht. Ziel bewegt sich noch. Betäubung fehlgeschlagen. Ist das geil. Hier hin. Blitzschnelle Reflexe, ja, geil, ja, da bin ich ausgewichen. So, betäuben. Sag gute Nacht. Wow, ich hab den. Geil. Der ist jetzt wieder frei, jetzt können wir mit dem schießen. 58, 22. Daneben. Hey, ich krieg einen Brechreiz. So, jetzt müssen wir mit unseren schweren Einheiten da vorne gucken. 42-0, ey. Geht da auch was mit dem, oder was ist da los? Typ. Wo ist der andere Spack hin? Hier. Blockiert. Können wir gar nichts machen. Rennen wir hier rein. 58. So, den haben wir auch weg. So viel dazu. Welche Möglichkeit haben wir hier? Oh, gezielten Schuss können wir hier 9500. Genial. Boah, fett. Einsatzziele erreicht. Was für ein geiler Einsatz. Wir haben 2 Aliens gefangen genommen. 6 getötete Aliens. Und XCOM-Kräfte 0 verloren. Sehr geiler Einsatz. So. Dann gucken wir mal an, was dabei jetzt rauskommt als Ergebnis. Ja, Dark Chris LPS hat ein bisschen was abgekriegt. 9 Tage verwundet. Fällt also für 9 Tage aus. Der Rest ist alles aktiv. Das ist super soweit. Ihre Männer haben ein Händchen dafür, Aliens lebend gefangen zu nehmen. Ich hoffe, Sie wissen, wie wichtig Ihre Arbeit für uns ist. Bitte danken Sie Ihren Truppen von mir. Ja, genial.
Also, ihr seht's hier, der Sektoid-Anführer haben wir einmal gefangen genommen und den Berserker, der ist erstmalig aufgetreten und den haben wir gleich gefangen genommen, sehr geil. Dann, was haben wir gefunden? Alles Artefakte geborgen. Einmal Plasmapistole, eine Alien-Granate, Sektoid-Anführer, Leiche. Genau, den zweiten haben wir hier umgebracht. Drei Muton-Leichen. Sektoid-Anführer, Berserker, Gefangener, 12-mal Illyrium, 38-mal Alien-Legierung, 15-mal Waffenfragmente, ein Flugcomputer. Oh, hier haben wir einen Beschädigten, hier eine Energiequelle, einen Beschädigten. Die können wir auf jeden Fall wieder verkaufen. Weil da kriegen wir keine Probleme. Das werden wir auch gleich tun. Da gibt es 20 für. Und hier 30. Also 50 haben wir hier noch immer für unser Kässchen. Und gab es hier irgendwas? Naja, das steht alles noch beim Alten. Scope Upgrade haben wir in 2 Tagen vollständig. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der Einsatz. Richtig geil geworden. Als Endergebnis, was dabei rauskam. Ja, ich habe euch alle durchbekommen. Das ist das Wichtigste. Das Ergebnis. Ja, die Statistik wird natürlich am Ende wieder eingeblendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut wieder rein, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir ein Däumchen da. Da würde ich mich echt drüber freuen. Und dann sage ich wie immer, bye bye, euer Wolfgang.